drüben sind drei Crit, aber die sollten relativ schwach sein. Ja. Oh Mann. Oh, das ist ein freundlicher. Diese Gebäude habe ich schon öfter gesehen. Ich frage mich, wofür sie mal gut waren. Es wundert mich, dass nur ein Teil des Gebäudes Wände hatte. Was macht man mit einem Haus ohne Wände? Hey, Kollege. Bist wohl vom Weg abgekommen, was? So ungefähr, aber ich erspare dir die Arbeit. Du kannst weiterziehen. Ich habe hier schon alles Wertvolle eingesackt. Der Rest ist Müll, auf den nicht mal die Ratten einen Haufen legen würden. Nachvollziehbar. Und was hast du so gefunden? Neben dem üblichen Dreck ein paar Splitter. Irgendeine arme Sau hat in der Nähe wohl sein Versteck gehabt und das Zeug vergessen. Aber ich habe auch gute Nachrichten im Gepäck. Du kannst was von meinem Wasser haben. Hier, absolut rein. Und jedes Vieh, das versucht hat, in die Quelle zu pissen, ist als Bratenspieß verendet. Aber das. Wenn du mich jetzt entschuldigst, meine Töle braucht bald was zu fressen. Die Kleriker brauchen Unterstützung. Wieso? Ist ihnen das Blech ausgegangen? Könnte schwören, dass sie ihre Schrotthaufen im Minutentakt stanzen. Außerdem kannst du ruhig Klartext sprechen. Ist doch offensichtlich, dass du zu ihnen gehörst. Wir brauchen jeden Mann, nicht nur Maschinen. Eins vorweg, ich bin nicht unbedingt abgeneigt. Aber ich kann nicht einfach alles so stehen und liegen lassen. Das wäre? Na, wer kümmert sich dann um meinen Hund? Mitnehmen kann ich ihn schlecht. Und ihn einfach davonjagen, bringe ich nicht übers Herz. Soweit ich weiß, wären nur die Leute vom Duke bereit, sich um ihn zu kümmern. Aber billig wird das sicher nicht. Die tun nichts aus Nächstenliebe. Zumal sie ihm das Fell über die Ohren ziehen, wenn sie rauskriegen, dass ich mich ihren Erzfeinden anschließen will. Habe ich 500 Splitter? Ich weiß es gar nicht. Das hier sollte reichen, damit sie keine Fragen stellen. Du lässt dir meinen Beitritt ja einiges kosten. Dann braucht ihr wohl wirklich jeden Mann. Aber gut, ich bin dabei. Du bleibst für den Moment still und wartest auf eine Abordnung meiner Leute. Sie werden dich bis zum Hort begleiten und dir alles weitere erklären. Gut, dann warte ich einfach mal ab. Wir sehen uns das nächste Mal dann wohl in Ignadon, Kamerad. Verkaufst du auch was von deinem Zeug? Nein, zum Händler tauge ich nicht. Habe es mal versucht, aber im Endeffekt hat es mir nur Ärger eingebracht. Typen, die nicht zahlen können und um jeden Splitter feilschen. Auf den Mist hatte ich einfach keine Lust mehr. Also gibt es keine Möglichkeit, mit dir ins Geschäft zu kommen? Naja, wenn du ein bisschen rohes Fleisch auftreiben kannst, dann lasse ich was springen. Mein kleiner Freund hat es nämlich langsam satt, auf alten Schuhsohlen rumzukauen. Kein Problem. Alles klar. Ein halbes Dutzend rohe Fleischlappen sind eine gute Mahlzeit. Das sollte reichen. Hier, das rohe Fleisch. Und noch frisch. Klasse. Da, meine Notreserve aus dem Stiefel. Riecht natürlich nicht ganz so frisch wie das Fleisch, aber ist dafür sicher vor Taschendieben. Mein vierbeiniger Freund wird die Mahlzeit zu schätzen wissen. Nicht Danke. Schlecht. Freue mich, dass es Kaya gefällt. So, das war der erste. Wir looten trotzdem das Gebäude nochmal. Ich bin mir sicher, er hat irgendwas übersehen. Apfelschnaps noch bitte. Magnesiumfackel. Immer zu gebrauchen. Plasmazellen. Ich habe das Gefühl, er wollte fliehen, bis ihm jemand die Axt in den Rücken geworfen hat. Ah, Dietrich. Jede Menge Klebeband. Anleitung. Antitoxin. Hm. Okay, es ist eine Hacke und keine Axt, aber ihr versteht die Metapher, hoffe ich.
witzigsten fand ich bis jetzt die Erklärung von Frank, der meinte, ja, man hat sich damit Nahrung abgeholt von diesen Stationen hier. Egal. Nächster Stopp. Alter Windpark. Die weißen Zacken Magalans. Beeindruckend. Wofür sie wohl gebaut wurden? Das kann ich leider auch nicht sagen. Südosten. Ach so, die weißen Zacken Magalans. Windpark. Ich finde es so faszinierend, dass die Menschen nicht mehr wissen, was in dieser Welt wofür verwendet wurde. Achtung! Du musst eigentlich ausgehen, dass die auch irgendeine Art von Elektrizität oder Energie verwenden, aber anscheinend andere als wir. Es gibt nur 60 Erfahrungsschaden. Ja, und ich sollte langsam mit der Munition aufpassen. Ich würde das erste Runden wieder mitnehmen, wenn ich ehrlich bin. Erz kann man immer brauchen. Nicht gut. Gar nicht gut. Interessant. Ich denke, wir sollten hier auch abhauen. Oh, ich glaube, ich weiß, wo das ist und das gefällt mir nicht. Keine Mine. Das sind Minen, oder? Die ganzen kleinen Steinchen hier sind doch Minen. Oder täuscht mich das? Oder auch nicht. Okay. Und wenn es mal Minen waren, dann sind sie nicht mehr aktiv. Alte Gewächshäuser. Nice. Es ist gut, dass das Leben unter diesen Kuppeln halbwegs geschützt ist und gedeihen kann. Für dich auch. Diese verfluchten Schakale. Dauernd tauchen hier neue auf. Manchmal könnte man glauben, dass sie es riechen können, dass ich ihre Familien getötet habe. Vielleicht. Was wollen die Schakale hier? Ich habe keine Ahnung, warum sie ausgerechnet bei mir dauernd wieder auftauchen. Vielleicht haben sie wirklich ein Gespür dafür, wer ihr Feind ist. Ich bin schließlich Jäger, aber ich jage nicht nur Schakale. Ich jage alles, was lebt und dessen Fleisch man verkaufen kann. Die Kleriker brauchen dich. Ja, ja, die nehmen doch jeden, den sie kriegen können. Aber wen wundert's? Zu denen will ja auch keiner. Und ich bin sicher nicht so blöd und tausche meine Freiheit gegen ihr Korsett ein. Zumal ich nicht einmal weiß, was sie mir zu bieten haben. Trotzdem nett, dass du gefragt hast und nicht versuchst, mein Hirn umzukrempeln. Ich frage nicht. Ab sofort schwörst du den Klerikern die Treue. Aber meine Freiheit! Du bist nicht frei. Du bist ein Diener Kalans. Ja, das war ich schon immer. Dann sind wir uns einig.
In ein paar Tagen kommen einige meiner Brüder. Sie werden dich abholen und in den Hort begleiten. Noch Fragen? Nein. Gut, dann sind wir uns einig. Hier kann ich mir nichts nehmen, das gehört alles ihm, alles klar. Mal schauen, ob ich hier noch irgendwas jagen kann. Wieso hat er plötzlich auf die... Okay, wieso auch immer der plötzlich Auto eben hatte. Alte Forschungsnotizen, sollten wir unbedingt lesen. Aber ich glaube, sonst gibt es hier nicht viel außer schöner Aussicht. Sieht aber echt nice aus. Oh wow. Eine ganze Anlage. Da unten lebt doch irgendwas. Ich hätte schon Bock, da runter zu gehen, ne? Keinen Heiltrank mehr dabei, verdammt. Wo ist mein Psi-Verstärker hin? Wo ist mein Schwert hin? Was zum Henker? Oh, mir fehlt Stärke dafür. Wow. Ich habe 50 Punkte übrig. Was brauche ich für das Giftkriegerschwert? 53 Geschicklichkeit, 64 Stärke. Dann lass uns mal da hinarbeiten. Stärke, 53 Geschicklichkeit. Hin. Das heißt auch, aber dass wir zumindest das Agentenschwert wieder verwenden können. Oh, das sind noch ein paar Level-Ups, bis wir da sind. Lass uns das mal oben anfangen, dann haben wir fast keine Money mehr für die Waffe. Irgendwie bin ich froh, dass diese Dinger nicht mehr fahren. Warum? Ich liebe es, den Boden unter meinen Füßen zu spüren. Da fühle ich mich der Erde nah. Du gute Frau, hast erst einen Sockenschuss. Aber einen guten Sockenschuss, ich mag dich. Der Sorte. Oh, ja, sind zwei von der Sorte. Oh.
Okay, da gehen wir nicht rein. Was war das jetzt? 53 und 53 Geschicklichkeit und 64 Stärke. Dann kann ich doch ganz kurz das neu ausrüsten. So. Gut, nächster Punkt auf der Tagesordnung. Hier unten. Das ist weit. Aber das ist eine gute Quest für heute noch. Ach, Nasti steht auch da. Obwohl hier bei Goliath Hotelruine ist zu weit drinnen. Wir haben echt keinen guten Teleporter, ne? Wird schon. Sorry, dass ich die nach Goliath schleife. Wir gehen nicht rein, keine Sorge. So. Ich denke, damit haben wir ganz gut die Zeit heute genutzt. Hm.